Also ich jedenfalls wünsche diesem Vorsitzenden, dass er die hohe Motivation, die er heute Abend an diesem, bei diesem Festakt hat erkennen lassen, möglichst lange für sich und damit auch die Stiftung bewahrt. Wir haben tatsächlich auch nach meinem Eindruck innerhalb der Stiftung einen bemerkenswerten Chorgeist. Und das hilft uns sehr, sowohl nach innen wie nach außen die Aufgaben überzeugend wahrzunehmen, die die Stiftung hat. Und mit diesem Vorsitzenden machen wir das auch alle gemeinsam besonders gerne. Dass er mit frischem Geist und in guter Gesundheit Europa noch lange Jahre dienen kann und die Stiftung weiterführen kann. Also ich sage Hans-Gerd Pöttering herzlichen Glückwunsch, wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und bedanke mich für mindestens 40-jährige sehr gute Zusammenarbeit. Alles Gute, Hans-Gerd. Viel Kraft für die vielen Aufgaben, die Deutschland für die nächsten Jahrzehnte zu bewältigen hat. Denn die sind wirklich ganz besonders und mindestens so groß wie die deutsche Wiedervereinigung. Danke vielmals. Und, ja, Europa sollte man noch erwähnen. Da sind auch die Aufgaben mindestens so groß wie das Schaffen der Europäischen Union in den 50er Jahren. Ich wünsche ihm, dass er die körperliche und geistige Kraft noch lange behält, um sein Werk, Europäische Einigung und das Geschichtshaus der europäischen, des Hauses der europäischen Geschichte abschließen zu können. Das wünsche ich ihm von ganzem Herzen. Hans-Gerd Pöttering wünsche ich, dass er seine Aufgaben noch lange Jahre erfolgreich erfüllen kann und dass er weiterhin diese europäische Dimension selber vertritt, davon überzeugt ist und dazu beiträgt, dass Europa ein Erfolg wird. Ich wünsche ihm, dass er seine Freude an der Arbeit behält, dass er immer genug davon hat, aber auch nur so viel, dass er sich immer noch leisten kann, mit Freude. Ich habe mit ihm viele Jahre in der Schule verbracht und freue mich, dass ich heute Abend hier eingeladen bin. Ich wünsche ihm alles, alles Gute, auch für seine Familie. Alles Gute, dass er ein bisschen Zeit hat für seine Enkelkinder und dass er noch weiterarbeitet und dazu beitragen kann, dass Europa wieder enger zusammenrückt. Also ich wünsche ihm noch lange und gesunde Tage und ich wünsche ihm noch, dass er die Aufgabe bei der Konrad-Adenauer-Stiftung so toll wie bisher weitermacht. Alles Gute in jeder Hinsicht. Wir wünschen ihm alles Gute. Wir wünschen ihm noch viele tolle Jahre und dass er ein guter Freund von uns bleibt, wie er ist. Und dass Adenauer nicht vergisst, weil er hier Abitur gemacht hat in Quarenbrück. Und immer eine glückliche Hand mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Dass unsere Freundschaft ewig hält. In Gesundheit. Also wir wünschen im Namen aller Bersenbrückerinnen und Bersenbrücker Herrn Pöttering weiterhin alles erdenklich gute Gesundheit, Glück, Zufriedenheit. Und er soll so bleiben, wie er ist. Ein liebenswerter Mensch. Gerade für unsere Region, wo er sich immer sehr, sehr stark eingesetzt hat. Glück, Gesundheit und dass er weiterhin so mutig auftritt und sagt, was er denkt. Also ich wünsche Herrn Dr. Pöttering, insbesondere weil er auch ein Altstipendiat ist, dass er weiterhin die Stiftung so erfolgreich führt, wie er das seit 5 Jahren jetzt tut und vor allem auch weiterhin mit dafür sorgt, dass die Altstipendiaten als Alumni alle mit einbezogen werden und wir insgesamt für Demokratie, für Europa und für Deutschland auch uns engagieren können. Ja, ich wünsche ihm vor allen Dingen, dass er diese Kraft und dieses emotionale Engagement, das ihn auszeichnet, behält. Und dass er da noch lange ein guter Katalysator für so viele gute Arbeit in der Adenauer-Stiftung ist. Und ich hoffe, er bleibt auch ein guter Freund. Mein Wunsch an Hans-Gerd Pöttering ist, dass er seine Leidenschaft für die Sache behält und damit noch viel erreichen kann, auch in und mit der Adenauer-Stiftung. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass der Vorsitzende ein Anhänger des Andenpaktes ist und möchten ihn in demselben noch über viele, viele Jahre aktiv bei uns wissen. Ja, dass er noch lang glücklich lebt und viel Freude an seinem Nachwuchs hat. Also als erstes wünsche ich Hans-Gerd Pöttering Gesundheit und dass er diese Schaffenskraft, diese Energie behält, die ihn immer ausgezeichnet hat. Und vor allem diese Energie und diese Spontanität einsetzt für die weitere Zukunft der Europäischen Union. Das ist sein Herzensanliegen
Dafür lebt er, hat er gelebt, sein politisches Leben. Und jetzt hier in der Stiftung kann er das praktisch weiter vorantreiben. Er ist der Mahner, der zu politischen Einheit mahnt und aufruft. Und er wird nicht nachlassen. Und das ist gut so. Lieber Herr Dr. Pöttering, wir als Ihre ehemaligen Mitarbeiterinnen möchten Ihnen alles, alles Gute wünschen für Ihren Geburtstag und auch für Ihre Zukunft. Wir hoffen, dass Sie weiterhin dem europäischen Gedanken so verbunden bleiben, wie Sie es die letzten 70 Jahre lang waren. Ich wünsche Herrn Pöttering vor allem Gesundheit und dass er so bleibt, wie er ist. Und ich denke immer an die schöne Zeit in Brüssel zurück. Wir haben ja heute Abend eine wunderschöne Veranstaltung gehabt. Wir haben ja auch ein Pöttering erlebt, wie wir ihn kennen in der Vergangenheit. Und er hat ja viele persönliche Wünsche geäußert. Und ich wünsche mir für Hans-Gerd, dass all seine Wünsche, die er heute geäußert hat, dann auch tatsächlich in Erfüllung gehen. Ja, lieber Hans-Gerd, als dein Nachfolger im Amt des Kreisvorsitzes wünsche ich mir, dass du im Landkreis Osnabrück weiterhin so verwurzelt bleibst, wie du es bisher bist. Alles Gute für die nächsten 70 Jahre. Lieber Hans-Gerd Pöttering, ich wünsche dir vor allen Dingen, dass dein Projekt, das Haus der europäischen Geschichte, ein gelungenes und dauerhaftes Projekt werden wird. Und ich wünsche dir natürlich persönlich alles Gute, viel Gesundheit und weiterhin viel Tatkraft. Du bist ein toller Kerl und ein guter Freund. Ich wünsche ihm, dass er möglichst viele Enkel bekommt und dass er mit ihnen noch viel Freude haben wird. Wir haben ja heute von ihm gehört, dass er eigentlich ein Politjüngling ist, weil Adenauer ja erst 4 Jahre älter zum Kanzler geworden ist. Insofern wünsche ich ihm noch sehr viele Amtszeiten in der Adenauer-Stiftung. Wobei ich der Vollständigkeit halber hinzufüge, dass Konrad Adenauer in seiner erstaunlichen politischen Biografie es nie zum Vorsitzenden der Adenauer-Stiftung gebracht hat. Genau. Dann nochmal Happy Birthday.